Hallo, Matthias hier von Übergizmo. Ich bin auf der IFA in Berlin am Stand von LG und habe hier in der Hand ihre neueste Tastatur. Ah, Tastatur, wer hätte es gedacht? Schaut ja eigentlich eher aus wie ein Stick. Aber es ist eine Tastatur. Kommt mal her, lasst euch nicht ablenken und schaut euch das aus der Nähe an. Also tatsächlich, man legt diesen Stick hierher, LG Rolly Keyboard heißt das übrigens, kann das dann hier bei diesem kleinen Haken aufklappen, doch von oben anscheinend. Gut, dann machen wir es gerne so rum. Ja, ich mache schon alles kaputt. Flop, flop, flop und aufgeklappt. Und außerdem gibt es zu dieser Tastatur hier hinten noch einen Tablet-Halter, den klappe ich auch mal aus und auch gleich ein Tablet hinein. So, jetzt schaut das Ganze doch schon wirklich aus wie eine Tastatur und es fühlt sich auch tatsächlich an wie eine Tastatur. Ich kann hier relativ komfortabel schreiben, habe einen richtigen Tastenhub und trotzdem kann ich danach zusammenrollen und einfach in meinen Rucksack schmeißen und es nimmt nicht so viel Platz weg. Dieses Teil hat aber noch eine weitere, wie ich finde, ganz clevere Funktion. Es ist natürlich via Bluetooth damit verbunden, das muss man vorher alles regeln, aber es versteht sich ja von selbst. Ich kann hier mit FND einfach mal mein Device wechseln. Und jetzt müsste hier gleich Disconnected und hier Connected dastehen, jawohl. Und schon weiter geht's. Auch hier kann ich jetzt einfach schreiben, was ich will. Und es funktioniert ganz gut. Tatsächlich dieses Gerät finde ich soweit ganz cool und praktisch, weil man kann es einfach klein wieder zusammen machen. Es gibt genügend Leute, die bevorzugen eine richtige Tastatur, wenn sie zum Beispiel unterwegs auf ihrem Smartphone oder auf ihrem Tablet was schreiben wollen. Keine schlechte Alternative. Das Gerät soll 99 Euro kosten, so ganz sicher war man sich hier nicht, aber für mich glaube ich, das ist ein recht realistischer Preis. Wann es allerdings kommt, ist noch nicht klar. Dankeschön, das war der Matthias von der IFA.